Das Cabinet Office hat eine neue Sekretärin geschickt. Es ist mir eine große Ehre, Mr. Churchill, Sir. Fallen Sie nicht gleich auf die Knie, meine Liebe. Ich bin nicht der König. General Eisenhower. Winston? Das wird die größte Operation unserer alliierten Streitkräfte. Die Pläne für den D-Day stehen schon seit über einem Monat. Ich kann das nicht zulassen. Du hast keine Wahl. Als würde meine Erfahrung, all meine Kenntnis von Kriegsführung nichts mehr zählen. Ich kann dir nicht helfen, wenn du selbst nicht weißt, was zu tun ist. Die Landung in Frankreich darf so niemals stattfinden. Brauchst du Streicheleinheiten? Ich bevorzuge etwas Respekt. Nun, dann beschwer dich nicht, wenn dir jemand die Wahrheit sagt. Die Armee ist bereit. Na schön, dann los. Morgen ist die Hälfte dieser Männer erschossen oder von Bomben zerfetzt. Hören Sie auf! Mein Verlobter ist auf einem dieser Schiffe. Verzeihen Sie, ich habe nicht das Recht. Sie haben alles Recht der Welt. Ich brauche dich. Es ist nicht einfach, ein Anführer zu sein. Es ist auch nicht leicht, mit einem verheiratet zu sein. Versuch, wie ein Held zu handeln, Winston. Dann glauben die Menschen vielleicht, dass du einer bist. Hier spricht der Premierminister. Mach ihnen Hoffnung. Gib ihnen den Glauben, dass sie diesen Krieg gewinnen werden. Dieser ungeheure Krieg wird von gewöhnlichen Menschen ausgefochten. Wir kämpfen nicht um Ruhm und Ehre. Wir kämpfen für die Freiheit. Wenn alles vorüber ist, wer bin ich dann? Du wirst immer der Mann sein, der uns geführt hat. Es ginge immer weiter mit Roll und Tumble. Leben von Song zu Song, von Kuss zu Kuss.